Mir fehlt es auf jeden Fall sehr, dass man natürlich irgendwo hingehen kann. Ich bin selber leidenschaftlicher Konzertbesucher auch. Und deswegen ja, sollte man versuchen, halt irgendwie trotzdem die Sachen einzuhalten, was natürlich von der Politik so vorgegeben wird. Aber man kann ja, versuchen, einen anderen Weg zu finden, die Leute trotzdem in kleiner Menschenmenge mit Abständen zueinander zu bekommen und das irgendwie trotzdem ein bisschen zu zelebrieren, gerade in der Weihnachtszeit mit Weihnachtsliedern und sowas. Ghost Friends, Deutschland steht der nächste Corona-Lockdown bevor, aber wie gefährlich ist für euch das Coronavirus? Wie sinnvoll sind die Maßnahmen und wie sehr fehlen euch die Partys? Ich war persönlich nie der große Clubmensch, ich bin eher so auf Home-Partys unterwegs. Heißt, ich freue mich eher dann da wieder, dass es, oder wenn man wieder sich zu vielfach zu Hause treffen kann, da freue ich mich mehr, als wenn jetzt die Clubs wieder offen sind. Aber das ist mir dann schon auch wichtig, dass es vielleicht irgendwann stattfindet, damit man sich da wieder auch vielleicht neue Leute kennenlernen kann oder sowas. Das ist natürlich eingeschränkt alles. Ich würde auch jetzt Party machen gehen, wenn es irgendwo eine Party gibt, ganz ehrlich. Ich bin ja auch vor 2 Wochen in Spanien gewesen am Party machen. Mir ist das Wurst. Ich war jetzt so oft im Hin- und Herreisen und mir ist nie was passiert, deswegen glaube ich doch gar nicht so. Wäre das wirklich so stark, wäre ich schon längst infiziert worden. I don't think it's okay for now. I like parties, but for now we should be more careful. It fucks me up, to be honest. I would like to have a party once in a while. Yeah, I kind of miss the time when I could go out and have a party with friends. Ich trinke kaum, es lohnt sich jetzt so oder so nicht mehr, weil für mich ist es gar nicht so wichtig. Mich stört es jetzt gar nicht, dass man nicht mehr saufen gehen kann. Ansonsten treffe ich mich halt mit meinem Freund dann zu Hause halt oder mit einer Freundin. So wie heute zum Beispiel, dass man wenigstens ein bisschen an die frische Luft kommt und was zu tun hat und nicht nur rumsitzt. Ich denke, wenn dann eher Sachen to go. Aber richtig Party machen ist, glaube ich, nicht aktuell kein Thema. Es ist ärgerlich so, aber ich weiß, es wird irgendwann wieder normal sein. Ich freue mich einfach darauf, wenn es wieder klappt, wenn man wieder normal Freunde treffen kann, auch in großen Gruppen. Aber naja, muss man halt das mitleben. Wie kann man denn trotzdem zurzeit noch ein bisschen einen drauf machen hier in Berlin? Also ich würde sagen, man kann die Innenstadt am besten nutzen im Moment, weil es einfach viele Möglichkeiten gibt, hier noch rumzulaufen. Und die Innenstadt wurde ja zum Glück trotzdem noch schön dekoriert, sodass man sich da noch ein bisschen erfreuen kann. Aber natürlich ist mit großen Feiern oder sowas nichts mehr zur Zeit. Seit Corona angefangen ist, ist es sehr ruhig geworden. Ja, leider. 21 Uhr kommen ein paar Leute und dann, wie gesagt, einen Glühwein nehmen, dann gehen die weiter und das war's. Wir hoffen, dass alle hier nicht bleiben. Wie sinnvoll sind für dich Maßnahmen? Ich finde die Maßnahmen sehr sinnvoll, weil man nicht weiß, wie die Menschen, also ob die Menschen um einen rum vielleicht Vorerkrankungen haben oder nicht oder einfach generell zu Risikogruppen gehören. Und ich finde, jeder Mensch, den man schützen kann, ist doch schon mal was Gutes. Und ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass jemand schwere Folgen hat oder vielleicht sein Leben verliert. Deswegen finde ich es sehr sinnvoll. Es ist halt manchmal ein bisschen fragwürdig, wie die Regierung mit einigen Maßnahmen umgeht. Also, dass zum Beispiel, ich mache jetzt mein Abitur und dass jetzt in den Schulen wir noch zu vielfach in der Klasse sitzen, aber außerhalb uns nur noch mit einer Freundin treffen können. Das widerspricht sich einfach ein bisschen, aber grundsätzlich sehe ich die Maßnahmen als sinnvoll. Die Maßnahmen sind überzogen, die Maßnahmen sind willkürlich, die Maßnahmen sind für mich nicht begreiflich und am Ende des Tages, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Die Maßnahmen, die jetzt getroffen sind, sind perfekt. Also dann saufen halt zu Hause. Ja. Die beiden kann man auch selber machen. Am meisten an den Maßnahmen stört mich wahrscheinlich, dass man seine Freunde nicht so sehen kann, wie man es gerne hätte, dass man vielleicht seinen Geburtstag nicht so noch feiern kann, wie man es gerne machen würde. Ich möchte gerne tanzen in einem Club oder auch trinken in einem Pub. Ja, es ist traurig, aber ich glaube, das ist es besser. Just one more question. Sure. What do you think, how dangerous Corona is? I think it's dangerous actually. I come from Italy. We have been hit very hard from Corona and I think it's dangerous. So we should, you know, respect the law and try to be safe. Ich persönlich habe nicht so Angst davor, aber wie gesagt, halt, dass mir ist Familie sehr wichtig und wenn, also ich finde, man sollte sich einfach, wie gesagt, auch zusammenreißen, dass Oma, Opa, Oma, was weiß ich nicht, den Virus vielleicht noch bekommen und dann bereut man es vielleicht, dass man nicht so aufgepasst hat. Denkt man eure Eltern, denkt man eure Familie, denkt man andere Menschen und
Wie gesagt, man ist nie zu alt, um Party zu machen. Wir haben immer noch Zeit dafür. Ich schätze schon ein, dass Corona recht ernst zu nehmen ist. Und ich denke, dass dann Ende 2021 alles vorbei ist mit der Impfaktion. Wenn die Diskos wieder öffnen, man feiern wieder gehen kann, ganz legal, dann wäre ich wahrscheinlich einer der Ersten, der sich in so ein Etablissement wiederfindet. Ja. Ja, Friends, auch ich sehe mich in so einem Etablissement wieder, sobald es wieder erlaubt ist. Ganz klare Geschichte. Und zu den Leuten, die mitgemacht haben, voll cool, ist es nämlich echt nicht leicht. O-Tongeber bei Vox Pops, also bei der Stimme des Volkes, vor die Kamera zu kriegen, dass die auch was sagen. Viele haben Schiss und sagen, ja, keine Ahnung, ey, was dann am Ende über mich gedacht wird. Deswegen, das war mega cool. Und zu den Leuten, die was gesayt haben, ich habe sie einfach alle reingeknallt. Vielleicht die, ich habe die Reihenfolge nochmal ein bisschen geändert, damit es Sinn macht. Und es hat nichts mit meiner Meinung zu tun, die da jetzt im Video drin ist. Ich muss gestehen, ich bin vielleicht einer von denen, die sich vorhin in den Arsch beißen müssen, um sich an die Maßnahmen zu halten. Während der Umfrage, gestern Simon-Dach-Straße hatte ich auch zwei Glühwein, vielleicht waren es auch drei, es war halt mega kalt. Aber es hat nichts mit Party zu tun gehabt, es war echt mega kalt. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video. Bis later.